Blöd. Hebel! Oh, da ist noch ein... Da ist kein Hebel. Da ist ein Hebel. Okay, habe ich jetzt schon dran gezogen? Ja, tatsächlich. Feuersäule. Interessant. Spezielle Feuergranate. Die müssen wir wahrscheinlich behalten. Eissäule, spezielle Kältegranate. Okay. Ich habe die zwei Sachen mal. Kann ich jetzt wieder raus? Ich habe zwei spezielle Granaten bekommen. Das ist nett. Nett ist das. Hawaii 5-0 kenne ich. Ja, aber habe ich sehr schnell nicht mehr angeschaut. Ich kam von da. Ach, dann ist links sowieso da. Das speichern wir natürlich nochmal. Da vorne ist eine Tür. Speichern wir. Wir hören schon natürlich das Elektrische wieder. Tja. Ja, ja, das können wir überspringen. So. Es gibt drei Säulen mit elektrischen Displays. Ja, ja. Also es geht nicht automatisch weiter. Was ich einige Systeme sind sehr empfindlich. Ja, ja. Okay. Okay. Okay, 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 okay. 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 Links. Mittlere Säule. Das heißt, da ist jetzt was oben. Das heißt, da kann ich nichts hin tun. Das heißt, ich nehme von der linken Säule und tue es nach rechts. Sehr gut. Nichts explodiert. Und da jetzt nichts oben drüber ist, kann ich natürlich den von der Mitte kann ich nehmen und auf die... Nice. Nice. So weit ungefähr waren wir vorhin auch schon. Jetzt kann ich natürlich von der linken Säule... Ich glaube nämlich, wir müssen alle nach rechts kriegen, ne? Mittlere Säule. Immer aufpassen, dass wenn oben drüber etwas ist... Also man darf nie etwas oben drüber tun. Das heißt... Nehmen wir eigentlich immer das... Warte, das müssen wir jetzt mal probieren. Rechte Säule, weil von rechten Säule können wir alles überall hin bewegen, wo wir wollen. Rechts mal ganz nach links. Welches geht zuerst? Das rote geht zuerst. Okay, also es geht von oben nach unten zuerst und wenn man etwas oben drauf tut, dann explodiert es nicht. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt den vom rechten und tun den in die Mitte. Rechts in die Mitte. Ich habe mal so... Früher gab es ja diese Ringspiele, wo ein großer Ring, ein kleiner Ring und man kann ja... Man muss sie genau umdrehen irgendwie. Sind so ähnliche Ringspiele. Wenn man es mal verstanden hat, dann ist es nicht so schwer. Mittlere Säule. Puh. Jetzt können wir das von links, das ganz unten nach ganz rechts tun. Weil da wollen wir es ja schließlich hinhaben. Ich hab's im Kopf raus. Rechts. Oh, verdammt, nee, das ist ja nicht das unterste, das sich bewegt. Warte, jetzt müssen wir dann aber von der Mitte... Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ich glaube ja. Warte, ich tue mal das von der rechten. Ich kann das in die Mitte tun, oder? Ja, sehr gut. Ich kann das in die Mitte tun. Das heißt, ich kann das jetzt von links ganz nach rechts tun. Sehr gut. Von links nach rechts. Perfekt, jetzt haben wir rechts schon mal das unterste. Jetzt müssen wir... Jetzt packen wir das oberste nach rechts. Wir packen das oberste von der Mitte nach links. Dann können wir das oberste von rechts wieder nach links tun. Und dann können wir nämlich das in der Mitte
Also linke Seile. Jetzt können wir das in der Mitte darüber tun. Und dann packt man das von links in die Mitte, das von links nach rechts und von der Mitte nach rechts. Fertig. So, mittlere Säule nach rechts. So, linke Säule in die Mitte. Linke Säule nach rechts. Und mittlere Säule nach rechts. Oh, geschafft. Yay! Ah, der Raum wird geöffnet. Sehr schön. Speichern. Oh ja, nice. Da, mach mal auf. Hulag Raid, natürlich. Wäre zu einfach gewesen, wenn da nichts Besonderes wäre. Huch. Ich will auf den zielen und keine Griffgranate. Was haben wir denn? Schallgranate. Go! Ach, die Raids, die gehen ja so einfach kaputt. Mehr als die Terentalek? Terentatek? Terentatek. Zick. Yes. Huch. Ha, menschliches Skelett. Oh, nice. Und speichern natürlich. So. Ghost ist doch schon gegangen. So, Nagasados Monument. Nagasados Giftlinge. Aber das ist noch kein Laserschwert, oder? Aber es ist ein Schwert. Ist es schon das? Warte mal. Ist es das schon? Wir brauchen ja noch die Sternenkarte. Wir brauchen ja noch die Sternenkarte. Stimmt, stimmt. Und bei der Sternenkarte ist erst das Schwert, das Lichtschwert. Das ist ja nur ein Giftschwert. Ah, ja. Genau. Okay. So, wir kamen von da, deswegen gehen wir da lang. So. Wahrscheinlich brauchen wir die zwei Sachen. Die Sachen von da hinten. Ein gefährlich aussehendes Säurebecken hat den Raum überflutet. Mit der speziellen Kältegranate draufschießen. Säure erstarrt zu Eis und ist begehbar. Yes! Nice. Sehr nice. Tür des Grabmals. Natürlich war da eine versteckte Mine. Hätte mich auch überrascht, wenn nicht. Hätte mich enttäuscht, wenn nicht. Da ist ein... Okay. So. Aufmachen. Oh, Sternenkarte. Nice. Wir haben die Sternenkarte. Und jetzt sehen wir alle Punkte. Cool. Das ist die Sternenschmiede, oder? Kann ich noch was machen? Nee. Sith-Statue. Ich speichere mal davor. Ganz sicher gehen. Sith-Laserschwert. Hat sich das gerade geschlossen? Kommt jetzt ein Kampf? Das hat sich geschlossen. Okay. Ich würde aber gern wieder raus. Okay, geht auf. Ganz easy. Da ist Uther Wynn. Ich speichere mal direkt davor. Puh. Grüße, Eremios. Hier ist alles mit dem Schwert
zurück. Ich wusste, dass es so kommen würde. Deine Macht war mit dir. Die Macht hat euch wohl gedient. Du hast alles riskiert, um das Artefakt zu bekommen. Hast deinen Geist und deine Kraft benutzt. Keine friedliche Meditation. Manchmal muss man kämpfen, um seine Ziele zu erreichen. Daraus bezieht man Das ist die Lektion dieses Teils der letzten Prüfung. Verstehst du das? Wollte mir damit sagen, dass ein Jedi das Lichtschwert nicht hätte erlangen können. Das will ich nicht. Aber die Jedi lehren, dass Leidenschaft abträglich ist und dass die Stärke allein im Frieden zu finden ist. Fühltest du im Grab nicht einen Moment der Erregung? Ließ deine Leidenschaft dich nicht stärker und lebendiger werden? Wieso solltest du dich solcher Dinge enthalten? Ich sage, es dient nur den Zwecken der Jedi. So kontrollieren sie dich und so beschränken sie deine Möglichkeiten. Nico, Grüße. Okay. Ich denke, ich verstehe. Gut. Der letzte Teil der Prüfung kann beginnen. In dieser Lektion lernst du, was es heißt, Konkurrenz zu haben. Alles Leben muss im Wettbewerb bestehen. Das ist die Natur des Universums. Stillstand bedeutet Tod. Man muss sich immer vorwärts bewegen. So ist es auch unter den Sith. Bestehe oder stirb. Gnade ist ohne Bedeutung. Deine Aufgabe in dieser letzten Prüfung ist also, jemanden niederzustrecken, den du kennst. Um so zu beweisen, dass du überlegen bist und keine Gnade kennst. Normalerweise kämpfen zwei Studenten gegeneinander. Aber in diesem Fall habe ich eine kleine Überraschung für dich. Du kämpfst gegen meine Schülerin Yusera. Was? Das war also von Anfang an euer Plan. Ihr wolltet mich tot sehen. So ist es. Du bist zu ehrgeizig geworden, Yusera. Es wird Zeit, dass du stirbst. Und durch jemanden mit mehr Talent ersetzt wirst. Nein, Meister, ihr werdet sterben. Mein Schüler steht zu mir. Ist das wahr, junger Mann? Du unterstützt Yuseras närrische Pläne? Yuther ist aber ziemlich cool, muss ich sagen, Uther. Ihr irrt euch beide, ich wähle mich. Okay, ich nehme die Option. Du bist ein Narr, wenn du gegen uns beide antreten willst. Und ich dachte, ihr könntet mir nützlich sein. Das ist sinnlos. Wenn du dich gegen uns beide wendest, wirst du nie ein Sith. Was willst du damit erreichen? Ich würde niemals Interesse daran haben, zu dem bösen Sith zu gehören. Ich kam wegen der Sternenkarte. Verrat, sie ist ein Spion! Narr. Wir werden euch zerstören. So, wir machen natürlich auch was an. Aber dann machen wir natürlich eine... Ich hoffe, wir können gegen die beiden kämpfen. Ach ja, und Level Up? Nicht automatisch. Level Aufstieg, Fähigkeiten. Immer einen Punkt in Heilen. Dann den Rest in Bewusstsein. Kräfte. Was könnte ich denn noch hier nehmen? Was habe ich? Machtaura, Machtschild? Nee. Was habe ich? Lebensentzug, Todesfeld. Verbesserte Lichtschwertwurf, warum nicht? Und ein verbesserter Lichtschwertwurf hinterher. Hey! Ich bin noch immun gegen Macht. Okay, die zwei hauen wirklich rein. Okay. Ich lade nochmal neu. Ich stelle mich auf Uthas Seite. Ich denke, ich verstehe. Ich stehe auf eurer Seite, Master Uther. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr getan habt. Letzte Prüfung wird
fortgesetzt. Mache weiter. Die einzige Belohnung, die ihr empfangen werdet, ist der Tod. Haha, werden wir doch sehen. Dunkle Seitepunkte erhalten. Wurscht. Na komm, Attacke. You threw a ban. Nice. Hau voll rein. Oh, und tschüss, Yuthura. Ein Feind liegt tot zu deinen Füßen. Du hast gewonnen. Die letzte Prüfung bestanden. Es tut mir sehr leid, dass du nun ebenfalls sterben wirst. Du hättest mich wohl über Yuseras Pläne informieren müssen. Ach, nacheinander. Nacheinander kann ich euch locker fertig machen. Was? Aber ich habe den Test bestanden. Das hast du. Jeden Sis, der mich hintergeht, bringen wir die Sache hinter uns. Ab morgen muss ich mich um die neuen Kandidaten kümmern. Ja, schau mal erstmal, ob du dich um sowas kümmern musst. Tja. Naja, Utha. Du bist nicht so mächtig, wie du vielleicht denkst. Ups, okay. Noch eine Betäubungsgranate. Alter, hör auf, mich wach zu schubsen. Das ist mein Trick. Starker Angriff. Uther ist irgendwie ziemlich leicht zu besiegen. Und noch ein Schlag. Ah, verdammt. Ein Schlag. Nice. Uther down. So. Jetzt kann man aber natürlich wieder leveln. Levelaufstieg, Fähigkeiten, heilen, Bewusstsein, Kräfte, Lichtschwertwurf oder das da. Mach ich Machtwirbelsturm doch tatsächlich. Warum nicht? So. Credits, Control Tool, nice. Was hat sie? Gut. Weiter geht's. Und mal speichern. Oh yeah. This is awesome. Mit wem ich am liebsten Let's Play? Lukas oder Drachenbursche? Mit beiden. Mit beiden gleich gern. Mein Lieblingsspiel ist nicht Spore. Max. Da gucke ich einmal in den Chat rein, weißt du? Und da verbreiten meine Mods Lügen. Ach, Max. Ja. Er greift auch an, wenn man ihn alles verrät. Okay, gut. Gleich ist leider 20 Uhr, das stimmt, ja. Auf Steam nehme ich keine Anfragen an. Nee. Da bleibe ich schön privat. So. Alles so schön ruhig hier. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Wahrscheinlich wieder zurück aufs Schiff, oder? Kann ich da nicht einfach... Nö, kann ich nicht. Dann latschen wir zurück und latschen wir zurück. Latschen wir zurück. Wir haben ein paar Kristalle bekommen. Da könnte man mal schauen direkt, was das alle machen im Schiff. Panzermädels ist auch nicht mein Lieblingsspiel. Sith-Schüler. Ach Gott, müssen wir jetzt gegen die kämpfen? Du da. Wie kommt es, dass du Nagasados Grab allein verlässt? Solltest du nicht die letzte Prüfung ablegen? Wo ist Master Uther? Hey, Master Uther ist tot. Ich habe ihn getötet. Was? Du, aber du bist noch nicht einmal ein Sith. Du machst Witze. Ich bin eigentlich auch gar kein Sith. Aus dem Weg! Ein Spion! Schnell an die Waffen! Aber... wenn der Spion Master Uther vernichten konnte. Stell dich nicht so an. Töte den Verräter. Sofort. Direkt die neue Fähigkeit. Na komm.
Na komm, versucht es doch ruhig. Versucht es. Au! So, dich schmeißen wir mal hoch. Dich schmeißen wir mal hoch. Und dich kämpfen wir. Na komm. Ich will gegen dich kämpfen. Zeig, was du kannst. League of Legends ist auch nicht mein Lieblingsspiel. Speichern. Muss ich mir jetzt gegen durch die komplette Sith-Akademie kämpfen? Ich habe da so ein Gefühl. Real Steel, das Spiel kenne ich nicht. Nicht so viele Emojis. Dankeschön, Darth Vader. Ich muss mich... Du willst mich doch verarschen. Ihr könnt doch gar nichts gegen mich ausrichten. Ich bin Darth Revan. Oder war... Oh, Karth ist mit dabei. Gut. Gut zu wissen. Karth und Johanni sind mit dabei. Na komm. Der Sith-Lehrer muss sterben. Au. Na komm. Na komm. Scheiß Sith-Lehrer. Alter, hat die wieder viel Leben. Du, wieso ist Karth gestorben? Du hältst dich da mal raus, bitte. Danke. Karth war irgendwo. Karth war irgendwo und hat sich töten lassen. Der Schlaumeier. Ein Plastikzylinder. So. Kann ich mich jetzt einfach zurück auf die Ebenhawk? Nein, kann ich nicht. Speichern wir mal. So. Wo ist der Karth denn? Was? Ja, ich bin hier. So. Ein bisschen Gegner besiegen. Macht schon Spaß. Na komm, stirb doch, du Sith-Lehrer, meine Güte. Nerv nicht. Nerv nicht! Nerv nicht, habe ich gesagt. Ach, Johanni, du bist da vorne schon. Gut, dann kümmere ich mich um den hier. Und um den hier. Da sind die... Alter, ist sie schnell! So, einmal speichern. Wo ging's raus? Verhörzimmer, Duellierraum. Da ging's raus. Also hier. Lebt der Karth jetzt irgendwo? Was ist mit Karth passiert? Ah, da ist Karth. Hi, Karth. Dummer Karth. Huch, nicht so komplex. Bereit. Das da. Verbessert das Medikit. Dass du wenigstens ein bisschen Leben hast, weißt du, Karth? So ganz ohne Leben kann man dich ja auch nicht rumschicken. Was? So. Raus geht's. Können wir jetzt endlich mal... Oh, hi. Dich gibt's ja auch noch. Piu. So, kann man jetzt zurückreisen? Ne, wir müssen immer noch durchlaufen. Durch das Tal und alle Sith und alles töten. PS4 oder PS3? PS4, eindeutig. Dreschte. Mal sehen, wie viele die wir hier noch töten. Oh, gar nicht mal mehr so viele. Ich kann aber noch nicht zurück auf die Ebenhawk. Ein Bürger. Wahrscheinlich in der Kantine müssen wir noch gegen jemanden kämpfen. Nein? Okay. Wahrscheinlich direkt vor der Ebenhawk.
Aber wir gehen mal zurück, unbeirrt. Zurück zu Ebonhawk. So. Okay, hier passiert gar nichts mehr. Meinetwegen. Ebonhawk! Ebonhawk! So, und ich gehe jetzt aber erstmal an die... Yep, hier dran. Wir haben ja ein paar Kristalle bekommen. Können wir mal schauen. Kristallopila, wir haben bekommen. Solari haben wir bekommen. Angriffsbonus 3, Gesinnungsbeschränkung, helle Seite. Schadensbonus gegen Gesinnung, dunkle Seite. Chance auf niederschmetternd. Schadensbonus. Was haben wir denn gerade drin? Opila, was bringt ein Opila? Opila, schwere kritische Treffer. Chance. Ich tue aber mal Solari rein. Kristall gelb. Klar, bleibt er gelb. Achens. Was haben wir denn noch? Luxum. Druide. Kristall Genruxa. Genrax. Nee, der Drachen bleibt drin. Aber ich hab mal. Hat das Schwert ein bisschen länger gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher. So. Jetzt müssen wir natürlich zur Sternenschmiede fliegen. Speichern natürlich davor. So. Wir fliegen noch ein bisschen. Dann mache ich vorbei. So. Ich weiß, es ist 20 Uhr, ist keine Angst. Sternenschmiedesystem. Reisen wir doch dahin. Ihr seid stark, Kind. Aber ich werde euren Willen brechen. Ich werde mich nie der dunklen Seite hingeben. Eure Folter bricht mich nicht, Malak. Ihr seid ein Narr. Folter? Nein, Bastila. Das habt ihr falsch verstanden. Nur ein Vorgeschmack auf die dunkle Seite. Wenn ihr mir endlich Loyalität erweist, soll es freiwillig geschehen. Nie, niemals. Ich sehe doch die Wahrheit in eurem Herzen. Die dunkle Seite verlangt nach euch, Bastila. Euer Verlangen wird gestillt. Werdet meine Schülerin und macht der dunklen Seite gehört. Die Sternenschmiede. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Ich übersende diese Koordinaten an Admiral Dodonna. Ein schneller Schlag seitens der Republik könnte die Sith-Flotte lahmlegen. Die Nachricht ist raus. Jetzt heißt es warten, bis die Republik auftaucht. Hier sollten wir sicher sein. Wir sind außerhalb der Reichweite ihrer Sensoren. Eine kleine Vorhut von Sith-Jägern. Sie kommen schnell näher. Jemand muss die Geschütztürme besetzen. Wir müssen sie ausschalten, bevor sie unsere Position an die Hauptflotte weitergeben.
Okay, ich muss mal... Oh, das sind wir, das ist die Ebenhawk. Jäger im Anflug. Ah, Kacke. Ach, wie viele von denen gibt's denn jetzt? Oh, das war ein guter Treffer. Nur noch zwei. So. Kommen beide von da. Und der kommt von da, wo ich nicht zielen kann. Ah, Kacke. So. Hab dich. Oh, da ist die Sternenschmiede. Es gibt Probleme. Wir haben eine Art Störfeld überflogen. Alle Instrumente sind ausgefallen. Alle Systeme sind stark überlastet. Ich werde versuchen, auf dem einzigen Planeten in diesem System zu landen. Achtung, das kann eine raue Landung werden. Achtung, das kann eine raue Landung werden. Also auf dem Planeten würde ich bleiben. Also auf dem Planeten würde ich bleiben. Tolle Landung, Karth. Was ist los mit dir, Karth? Du fliegst, als hättest du dich die ganze Nacht mit tarisianischem Bier volllaufen lassen. Das Störfeld hat unsere Stabilisatoren außer Gefecht gesetzt. Wir können von Glück reden, dass wir heil runtergekommen sind. Und wenn wir nichts finden, mit dem wir das Schiff reparieren können, wird es schwierig, die Ebonhawk wieder in die Luft zu bekommen. Während unseres raschen Abstiegs bemerkte ich die Rümpfe zahlreicher abgestürzter Schiffe, die dort unten verstreut sind. Vielleicht können wir die benötigten Teile in den Trümmern finden. Die Kether hat recht. Dieser Planet ist ein Friedhof der Technik. Ich habe hier schon Dutzende abgestürzte Maschinen gesehen. Dieses Störfeld muss sie alle heruntergeholt haben. Aber von woher kommt es? Aber auch wenn wir die Stabilisatoren hinkriegen, müssen wir die Quelle dieses Störfelds finden und unschädlich machen, bevor wir wieder abheben. Sonst ist der nächste Absturz vorprogrammiert. Das Störfeld könnte die ganze Flotte der Republik zerstören. Stimmt. Die Sith-Flotte, die wir gesehen haben, ist irgendwie davor geschützt. Wir müssen dieses Feld ausschalten, sonst ist die Republik verloren. T3 hat massive Energieschwankungen auf den Sensoren. Sie kommen offenbar von einer großen Steinkonstruktion östlich von hier. Das Ding sieht aus wie eine Art antiker Tempel. Was? Ich dachte, wir müssten Stabilisatoren für das Schiff finden. Die Stabilisatoren helfen uns nicht weiter, wenn wir nicht zuerst das Störfeld ausschalten. Sonst stürzen wir gleich wieder ab. Und ob wir das dann nochmal überleben? Hey, vergesst Bastila nicht, Jungs. Die müssen wir auch noch retten. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Bastila war lange Zeit Malaks Gefangene. Wenn er sie zur dunklen Seite bekehren kann, wird sie sich ihm anschließen. Dann werden die Sith unbezwingbar sein. Bastila würde niemals zur dunklen Seite überlaufen. Ich fürchte, Bastila kann den Verlockungen der dunklen Seite nicht widerstehen. Die Macht ist sehr stark in ihr, aber sie ist impulsiv und stolz. Genau wie du, Revan. Wenn sich Bastila Malak angeschlossen hat, wird sie das gleiche Schicksal wie er erleiden. Hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. Nun, wenn Bastila sich wirklich auf der Sternenschmiede befindet, wie ihr glaubt, Julie, dann können wir sie nicht retten, bevor wir nicht dieses Störfeld deaktiviert haben. Je früher wir uns diesen Tempel im Osten ansehen, desto besser. Vielleicht finden wir auf dem Weg dorthin ja auch das Wrack eines alten Raumschiffs, aus dem wir ein paar Stabilisatoren ausbauen können. Dann könnten wir bald wieder abheben. Ich hoffe, es läuft alles so glatt, wie du sagst, Karth. Ich auch, Mission. Ich auch. Ja. Und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Nächste Woche Sonntag, der
29. Sonntag, der 29. kommt dann der nächste Stream und dann endlich das Finale von Star Wars Knights of the Old Republic. Wir schaffen es tatsächlich noch im Mai, das fertig zu machen. Bis dahin, würde ich sagen, bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Und ich muss hier noch das Lied suchen, das normalerweise immer am Ende kommt. Ach nee, da kommt einfach irgendeins. Aber nicht das. Ciao, ciao, bye, bye. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an die Mods für die Modarbeit. Und vielen Dank für alle anderen, die mitgeschrieben haben, für alle anderen, die zugeschaut haben. Ja, bis nächste Woche, bis zum Finale. Bye, bye. Sonntag, 18 Uhr. Bye, bye. Außer es kommt was dazwischen. Dann ist es nicht Sonntag, 18 Uhr. Bye, bye.